zu den Ursprüngen der Ansprechangst. Ich glaube, das ist den meisten auch so bekannt. Ne, man sagt immer, da gibt es dann einmal so die, vielleicht die evolutionäre Erklärung. Angst war früher ein Schutz vor Gefahren. Ja, also wenn ich eine Frau sehe mit einem breitschultrigen Mann draußen und die gehen da entlang, und ich spreche die jetzt an, dann könnte es natürlich gut passieren, dass das der Freund ist und der findet das vielleicht nicht ganz so toll, dass ich sie gerade anspreche. Ja, das heißt, Angst hat ja eine Schutzfunktion für euch. Ja, es geht darum, euch davor zu schützen, dass ihr euch in gefährliche Situationen begebt. Und in dem Sinne, und das kenne ich auch oft aus Coaching-Situationen, dass Leute dann ja in so Momenten, wo sie dann noch sehr nervös sind, halt auch entsprechend, dann merkst du, ah, die werden jetzt irgendwie rot oder die Stimme wird ganz schnell und man verhaspelt sich vielleicht so ein bisschen, weil wirklich alle Ressourcen aktiviert werden und der Körper halt maximal euch Kraft und Energie geben will, um diese Situation zu bewältigen. Ja, entweder Kampf, jetzt mal in der Steinzeit gesprochen, also ich konfrontiere mich mit der Situation oder halt ich fliehe, ne? Also das macht man, wenn man halt die Frau nicht anspricht, man geht weg aus der Situation oder geht gar nicht erst in diese Situation oder halt auch so ein Freeze. Das hat man auch manchmal, dass Leute dann wirklich gar nichts mehr sagen können in dem Moment und ganz still werden im Gespräch. Auch manchmal hat man das noch so nach ein paar Sekündchen oder wenn sie irgendwie was Überraschendes sagt, ist dann auch so ein Zeichen davon, dass halt der Körper gerade ne, nach einem Weg sucht, dieser Angst zu begegnen. Genau. Überlebensmodus, habe ich gerade schon was zugesagt. Ne? Dann werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, ne? Adrenalin, Cortisolspiegel erhöht sich oft stark, also Stresshormon. Das heißt, ich bin in dem Moment dann wirklich, ich merke halt auch, dass, ja, dass ich, also ich fühle mich nicht gut oft und ich bin dann, habe dann auch nicht so viele Ressourcen, um die Situation zu bewältigen. Ne? Oft früher evolutionär gesehen die Angst auch vor der Gruppenausstoßung, ne? Dass wir irgendwie Angst haben, unsere Gruppe verstößt uns, und das war dann oft das Todesurteil, ne? So in der, ich sag mal, in der Steinzeit oder in der Zeit, wo Menschen in Gruppen gelebt haben. Genau. Okay. Dann noch so, ne? Klar, gibt auch, Angst ist auch erlernt bei vielen. So. Überlegt euch doch mal, wenn ihr, als ihr in der Schule wart, so das erste Mal, dass ihr Mädels jetzt irgendwie interessant fandet. Wie habt ihr reagiert, ne? Manche sagen jetzt vielleicht, ich habe die kennengelernt, oder ich kannte die schon, cool. Andere sagen vielleicht, ich bin eher auf Abstand gegangen, auf Distanz. Wenn ich mich mal zum Beispiel an meine Schulzeit zurückerinnere, würde ich auch sagen, ich bin da eher immer den Situationen ausgewichen. Ne? Kennt ihr vielleicht auch, man trifft dann irgendwie ein Mädel, das einem gut gefällt, im Einkaufszentrum oder so in der Stadt, ne, in der Schule, als man noch in der Schule war. Ich weiß noch, da bin ich zwei, dreimal, man ist regelrecht ausgewichen, um nicht dieses Mädel treffen zu müssen, ja. Und man hat sich konditioniert darauf, dieser Angst, die man hat, also da mit Flucht drauf zu reagieren, ja. Und das heißt, diese Reaktionsschemata, also wie reagiere ich auf eine bestimmte Situation, die sind oft erlernt und wenn man die nicht hinterfragt, klar, dann ist heute immer noch der Fluchtreflex da, ne, und ich, beginnen dann wieder der Situation auszuweichen. Ja, also vergangene Erfahrungen können da eine Rolle spielen. Ne, die sorgen halt auch dafür, dass du glaubst, du wissen, wer du bist. Also wenn ich immer ängstlich reagiere, oder also nicht ängstlich, sondern wenn ich immer mich zurückziehe, wenn ich Angst habe, wenn ich eine Frau sehe, die mir gefällt, dann sage ich irgendwann, ja, ich bin einfach ein ängstlicher Typ. Ne? Ich trau mich einfach nichts. Ne? So, und andere haben halt früher mal begonnen, auch mutig zu sein. Und die sagen dann irgendwann, ja, ich bin ein mutiger Typ. Ne? Ich gehe gerne in so Situationen, ja, ich stelle mich den Situationen, ne? Also ich flüchte da nicht. So, und irgendwann hast du halt begonnen, dich für den einen oder den anderen Weg zu entscheiden. Und das hat halt auch dein Selbstbild geprägt, ne? Und manche sind vielleicht auch so dazwischen, die sind mal mutig, mal ängstlich, ne? Klar, dann ist man vielleicht so ein bisschen, dann gibt's Momente, wo man Mut hat und manche andere, wo man Angst hat. Aber macht euch bewusst, also ihr habt immer schon Entscheidungen getroffen, nur die waren einem halt vielleicht früher nicht so bewusst, beziehungsweise man hat es eher verdrängt, ne, weil es einem unangenehm war.